Die Pokémon Mystery Dungeon Balros Edition ist eine Fanfiction-Serie mit einer großen Auswahl an verschiedenen und doch sehr mächtigen Charakteren. Doch welche Charaktere sind die potenziell mächtigsten der gesamten Reihe? Das werde ich heute in diesem Video aufklären. Los geht's! Wir beginnen mit den Regeln für das Ganze. Wie ihr bereits am Titel gehört habt, geht es um die potenzielle Stärke eines Charakters. Die potenzielle Stärke eines Charakters, die teilweise in der Reihe nicht entfaltet wird, zählt hierbei auf der Liste. Und es zählt immer die stärkstmögliche Form eines Charakters, was ihr auf der Liste unter anderem noch sehen werdet. Zunächst muss ich euch aber eine kleine Sache erklären. Eine Sache, die bisher in der Walross-Edition noch nicht aufgetaucht ist. Es werden kleine Hinweise, sage ich mal, für kommende Walross-Edition kommen, aber keine wirklichen Spoiler. Zuerst muss ich euch den Begriff eines Weltengeistes definieren. Ein Weltengeist ist die Personifikation eines Weltenbaumes. Er ist der Kern der Existenz, der gesamten Struktur. Es sind so ziemlich die mächtigsten Wesen, die es gibt und sind an sich die Götter des Universums. Allerdings habe ich nicht alle Weltengeister mit reingenommen, ansonsten würden sie wohl alleine diese Top 5 Liste füllen. Das ist das grundsätzliche Prinzip eines Weltengeistes, das ihr auch später auf dieser Liste noch kennen solltet. Und nun beginnen wir mit Platz 5. Platz 5. Eevee. Das legendäre Pokémon der Hoffnung hat keine Schwächen und einen unberechenbaren Movepool. Mit einem gesunden Level von 67 hat sie auch bereits viel Potenzial entfaltet. Das Blut ihrer legendären Vorfahren birgt zudem viele weitere ungelöste Geheimnisse, in welchen nur noch mehr Macht liegen. Was sie von höheren Platzierungen auf dieser Liste zurückhält, ist ihre große Schwäche. Als legendäres Pokémon der Emotionen basiert ihre Kraft auf Freude. Gleichzeitig ist sie sehr anfällig für negative Gefühle. Durch die Ereignisse in ihrer Vergangenheit schwächt sie sich dadurch selber und hält sich selber von wahrer Stärke zurück. Dennoch ist sie eine mächtige Kriegerin, mit der man sich besser nicht anlegen sollte. Platz 4. Günther. Günther vereint die Macht der Menschen mit den Fähigkeiten eines erfahrenen Kriegers, der Macht der Determination und die Position als Auserwählter des reinen Elementes. Er gibt niemals auf, bevor ein Kampf nicht wahrlich geschlagen ist. Sein starker Wille und sein Bund mit seinen Freunden treiben ihn in jeder Schlacht voran. Mit einem Level von 73 ist er zudem ein stark trainiertes Pokémon. Was ihn etwas zurückhält, sind der Körper des Kanimani, welcher nicht unbedingt als der eines starken Kriegers geschaffen ist. Und Günther ist aufgrund mehrerer Zeit- und Weltenreisen sehr anfällig für jegliche Form von Gedächtnismanipulation. Platz 3. Ein Charakter, den ihr vielleicht noch höher auf dieser Liste erwartet hättet. Doch auf Platz 3 dieser Lore steht Floink. Floink, einst ein Held, doch später ein Feind. Die zweite Hälfte der dunklen Macht hat große Kräfte. In seiner Form als dunkler Magier erreicht diese Macht ihr größtes Potenzial. Eine dämonische Bestie, welche keine Emotionen mehr verspürt. Dieses Wesen kann jede Attacke nutzen, die es jemals gesehen hat und ist somit praktisch unverwundbar. Die einzige Schwäche dieser Strategie, sollte der Magier sie richtig nutzen, sind Angriffe, welche keine Pokémon-Attacken sind, sondern sich höheren Mächten bedienen. Was diesem Wesen fehlt, ist ein Bewusstsein.
In der Verwandlung vom dunklen Rächer zum dunklen Magier geht jegliches Gefühl verloren und hinterlässt eine willenlose Bestie, gesteuert von der Dunkelheit. Kombiniert mit dem Wahnsinn des Void, welcher Flank übermannte, ergibt dies eine tödliche Kombination. In dieser Form erreicht Floink ein Level von 87. Platz 2. Groudon. Der absolute Underdog dieser Liste. Groudon ist ein Charakter, welcher seinem wahren Potenzial in der Walross-Edition nie auch nur nahe kommt. In seiner Vergangenheit hatte er neben seinem Juwel noch Zugriff auf die Macht eines Weltengeistes, was ihn zu einem gottesähnlichen Wesen machte. Als Proto-Groudon alleine ist er bereits eine unfassbare Macht, welche jedoch ganz knapp nicht auf dieser Liste, sondern auf einem 6. Platz landen würde. Würde Groudon allerdings sein volles Potenzial jemals entfalten, dann wäre er eine stärkere Macht als der dunkle Magier. Er ist definitiv der Charakter der Serie mit dem größten versteckten Potenzial. Sein Level ist vergleichsweise niedrig. Es liegt nur bei 53. Bevor wir zu Platz 1 kommen, möchte ich noch eine Honorable Mention vorher vergeben. Den Schattendämon. Der Schattendämon ist ein Virus mit unbekannter Herkunft und göttlichen Kräften. Wäre er in dieser Liste notiert, hätte er Platz 2 belegt. Jedoch habe ich mich gegen seine Implementierung entschieden, da der Charakter in der Walross-Edition selber kaum eine Rolle spielt und bloß in einer Folge einen Gastauftritt als General von Darkreis Armee hat, wobei er nicht einmal besiegt werden konnte. Ähnlich wie der dunkle Magier kann er ohne übernatürliche Fähigkeiten kaum bezwungen werden. Er ist aber in der Walross-Edition-Lore kein sonderlich bedeutender Charakter. Diese Rolle nimmt er nur im Walross-Editions-Prequel Never Alone an. Ein festgelegtes Level hat dieser Charakter nicht. Platz 1. Man könnte jetzt sagen, dass ich vielleicht ein bisschen schummle hier, aber Platz 1 teilen sich zwei Wesen, deren potenzielle Stärke sehr ähnlich ist. Platz 1, Nummer 1. Darkrai. Ein wahnsinniger Albtraumgott, mit der Macht, die Zukunft zu sehen. Als Erschaffer des reinen Elements hat er auch die Macht dessen auf seiner Seite. Er nutzt übernatürliche Kräfte und ist ein respektierender und doch gnadenloser Feind. Seine wahre Macht konnte er in der Lore allerdings nie entfalten. Hätte er die volle Macht der Menschen von Günther oder aus dem Krieg gewonnen, so wie er es all die Zeit angestrebt hatte, hätte die Harmonie dieser mit der besonderen Kraft, welche er bereits besitzt, ein Monster geschaffen, welches stärker ist als manche Weltengeister. Diese Macht wollte Darkrai erlangen, um seinen selbst erklärten Nemesis auszurotten. Und selbst mit dieser unfassbaren Macht wäre der Kampf auch nur ausgeglichen gewesen. Darkrais stärkste je entfaltete Form ist der Hoffnungsbringer und würde auf dieser Liste Platz 5 belegen. Das Level von Darkrai ist sehr besonders. Er ist das einzige Pokémon, welches jemals das Level 101 erreichte. Platz 1, Nummer 2. Omegon. Omegon ist ein Charakter, dessen Name in der Walross-Edition noch nicht einmal bisher gefallen ist. Omegon ist das stärkste Etwas, was je das Licht der Welt erblickte. Er ist der Weltengeist des Weltenbaumes der Natur, in welchem die Reihe hauptsächlich spielt. Als Personifikation des mächtigsten Weltenbaumes ist diese Gestalt an Macht gewachsen und hat bereits die Existenz als Lebewesen verlassen. Er zu beschreiben, ist Omegon als ein Zustand oder ein Ort. Mit Omegons Tod würde der gesamte Weltenbaum der Natur fallen, weshalb Darkrai ihn zu seinem persönlichen Nemesis erklärte. Die elegante Kreatur
ist die Ausgeburt der Natur und hat die Kontrolle über sie selbst. Omegon ist weitaus stärker als alle anderen Weltengeister, weshalb er seinen Titel als die mächtigste Existenz verdient. Niemand würde es je wagen, sich ihm in den Weg zu stellen, außer Darkrai, wobei dieser jedoch scheiterte. Gegen die Macht Omegons half nicht einmal der Blick in die Zukunft etwas.